Hi, Whiskey Jason hier, Whiskey aus der Sicht eines Amerikaners, und heute habe ich den 10-jährigen Bibb and Tucker Single Cask Abfüllung. Ich habe die Flasche 156 vom 161, 10 Jahre alt, 63,2% ABV und 114,90 €. Ganz schön teuer, finde ich das. So, ich versuche mal das hier rüber zu schieben. Zweifach destilliert, das heißt einmal in Column Still, einmal danach in ein Pot Still. Und meine Vermutung ist tatsächlich, dass das denn eigentlich aus George Dickel kommen muss. 70% Mais, 26% Rye, 4% gemälzte Rye. Wow, der Korken ist ganz schön tief da drin. Ich muss schauen, dass ich den irgendwie hier rauskriege. Ohne dass ich den hier kille. Ja, live, Leute, immer live. Ah, three badges. Whoops, ich hab den gekillt. Jetzt kriege ich den hier raus. Three badges von USA in California. Au. Oh, schauen wir mal. Also, da habe ich ein bisschen Angst, diesen Korken wieder reinzutun hier. Da muss ich schauen, was ich hier mache. Ich mache den nur ganz sanft darauf. Three Badges, California, die Sourcen, ihre Whisky wird auch nicht hergestellt, wird genau gesagt, es muss auch nur hier drauf stehen, Distilled in Kentucky, bottled by Three Badges Beverages. Oh, die haben sogar in Bardstown, Kentucky jetzt ihre Bottling-Anlage, das wusste ich nicht, das ist cool, weil sonst kommen sie denn aus Kalifornien. Da steht threebadge.com Mixology. Stand das hier drauf auch? Ja, habe ich gar nicht gesehen. Was wir heute tun werden, ist, wir werden tatsächlich die miteinander vergleichen. Also, das ist der 7-Jährige. Das war eine sehr gute Sache. Und dann werde ich auch noch zum Schluss hier mein Glas haben mit dem alten, ursprünglichen Bibb & Tucker Small Batch mit 46%. So, das habe ich noch ein bisschen von meiner ersten Flaschenteilung jetzt überhaupt, den ich hatte. Ob die sich stark unterscheiden. Okay, jetzt muss ich dafür ach, darauf achten. Die Flasche da direkt vor der Nase ist nicht immer gut, aber so ist das. Der riecht anders. Die Flasche kommt einfach für einen Moment hier hin. Jetzt habe ich es im Blick. Okay, also hier habe ich Popcorn ohne Ende mit meinem Mate-Tee, aber was habe ich bei 10-Jährigen? Ich bin bei einem Frühstückstee. Jetzt kriege ich langsam meinen Mate-Tee wieder. Ich mache einen Schnuffler her. Ich habe eine schöne Frühlingsmorgen, ein Sommermorgen, seine Wiese, Kräuter, Ricola. Ein bisschen kommt diese Maiskolben weiterhin durch, aber nicht wirklich. Der gefällt mir ganz gut. Aber 114 €, Leute. Sehr, sehr schön, sehr aromatisch. Hier kriege ich auch ein bisschen mehr Kräuter, ein bisschen mehr Pfefferminz, ein bisschen mehr Ricola, ein bisschen mehr hier Salbei. Pfefferminz tatsächlich. Wow. Und hier habe ich tatsächlich meinen Mate-Tee. Ja, immer noch Mate-Tee. Also der Nase ist nicht unbedingt perfekt hier beim 7-Jährigen, muss ich schon sagen. Ich probiere mal. Ich nippe. Da kam einiges mit am Holz mit. Wow. Wow, ich hab. Als ob hier davon mit irgendwie ein bisschen George T. Stagg. George T. Stagg ist für mich der Inbegriff von Holz, 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 Holz. Da war ich echt ein bisschen sehr großzügig hier bei meinem 7-jährigen Einschenken.
Es geht eigentlich schon mit 10-Jährigen, aber ich will die auch mal gleich vergleichen miteinander. Gleich vergleichen, wow, Jason. Jetzt kriege ich mehr Mate-Tee, wo ich ein bisschen verdünnt habe. Jetzt kriege ich ein bisschen mehr diese Rasen, was man in meinem Rasen gemäht hat. Ein bisschen dieses Gras dann da. Wo bleiben meine Ricolas? Wo bleiben meine Kräutern? Ein bisschen habe ich, aber ich habe echt eindeutig jetzt hier. Wow, da habe ich eindeutig Rasen, also Gras, Matete. Also eine starke, starke Sache, was ich nicht unbedingt gutheißen möchte. Oh oh. Jason hat eine Flaschenteilung gemacht mit 200 € an Whisky in zwei Flaschen. Und jeweils eine Single-Barrel-Abfüllung, einmal mit 193, einmal mit 161 Flaschen und ich weiß nicht, ob ich wirklich diese Sache hier empfehlen kann. Ja, jetzt habe ich mir auch was Gutes hier gegönnt. Nochmal, ich nippe und ich tue Wasser da rein und dann schaue ich mal. Also das ist ein bisschen mehr Butter drin, das ist wenig Butter drin. Das ist mehr Eiche. Die sind 63,2%. Nee. Jetzt wird es wohlgefälliger, aber immer noch nicht gut. Auch da nicht gut. Und jetzt gehe ich wieder zurück zu der ursprünglichen Bibbentucker. Der allererste Flaschenteilung, den ich jemals gemacht habe, damals bei auf Facebook bei Whisky am Treffpunkt Feine Geister. Und da habe ich alles verkehrt gemacht. Ich habe erstmal eine nicht von mir. Ich habe ein Bild geklaut, dann musste ich ein eigenes Bild denn da machen und so weiter und so weiter. Ich habe das Verkaufsangebot statt das Diskussion reingetan. Alles, was man verkehrt machen könnte, habe ich es am Anfang gemacht. Und ich habe extra noch ein bisschen davon aufbewahrt. Ich wusste nicht, dass ich hier eine eigene Abfüllung machen würde, aber das ist auch ganz gut. Bremer Spirituosen Kontur GmbH ist der Importeur. Das ist auch schön, dass es die gibt. Danke, danke, danke. Jetzt weiß ich, wonach ich schmecke. Also, das ist alles drei ist George Nicholas, meine Meinung. Ja? Also, Beweise ist anders. Also, es gibt so viel von dieses George Dickel momentan. Und das war auch der Grund, warum ich von Anfang an von Bibb & Tucker nicht begeistert war. 70% Mais, 26% Roggen, 4% gemälzte Roggen. Nee, also Bibb & Tucker mache ich nicht. George mache ich nicht sehr. Also, George Dickel mache ich auch nicht sehr. Und das ist eine Geschmackssache. Und ich kenne Leute, die sagen, oh wow, George Dickel ist genial. Und ich sage, nun, meinst du es nicht? Und es ist einfach ein Geschmacksprofil. So, 10-Jähriges. Mit gut Wasser dazu gekippt. Also wir sind bei 50%, hoffe ich. Vielleicht sogar 48, wenn ich es perfekt hingekriegt habe. Also, Popcorn, Grill, Maiskolben, Butter und einiges an Tannzapfen, also am Eiche. Also, ob man auf dieses, ein Lolli, oder besser auf ein Eis im Stiel am Ende ein bisschen drauf kaut. Wow. Die 3 Jahre haben nicht unbedingt gute, gute Arbeit geleistet. Die waren gut, aber er hat sich nicht viel verwandelt. Der 7-Jährige ist einiges bitterer. Der wird schon weicher. Wow, das ist echt ein Unterschied. Wie würde der George Dickel jetzt hier schmecken? Das ist wirklich die Frage. Der muss echt furchtbar sein. Also, wir probieren mal. Aber der hat echt einiges an Tannin, ein bisschen an Bitterstoffe da drin. Wow. Also, der 10-Jährige ist tatsächlich der beste von allen drei.
kann ich den ein 2 geben? Den habe ich ein 2 minus gegeben. Ach, da muss ich in mich hineingehen und das nochmal hier probieren. Joa, 2. Ja, also ich gebe den doch ein 2, aber das ist eigentlich ein 2 minus mit ein bisschen Plus. Wenn ich anderen Whiskys nehmen würden, die tatsächlich ein 2 waren vorher, ist das kein 2. Eigentlich musste ich denen hier ein 3 Plus geben für den George. Ich wollte schon sagen, George Dickel 7 Jahre alt, Bibb und Tucker 7 Jahre alt und für den Bibb und Tucker 10 Jahre alt wäre eigentlich das 2 Minus hier richtig. Der ist schon besser, der ist schon eindeutig besser. Also der Nase gefällt mir in beiden nicht so mächtig, nicht so gut. Ich hätte mich echt tierisch geärgert, hätte ich diese Flaschen gekauft, für mich alleine 200 € auf den Tisch hinzublechen. Also 2 €, 82,50 €, 114,90 € hierfür. Ich habe meine von Whisky Zone. Es gibt ein paar andere, die es auch anbieten, meistens teurer. Und das denn so zu haben? Nee, für 200 € kann ich mir von mir aus Elijah Craig, 12 Jahre alt, mal 7 kaufen, glaube ich. Ja? Also 7 Flaschen gegenüber die 2. Also, ich sag einfach mal nur 6 Flaschen davon gegenüber diesen 2. Also viel, 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 viel besser. Also einiges ist Marketing, einiges ist einfach dieses Single-Cask-Abfüllung, einiges ist hier dieses Design, einiges ist dieses wirklich, ja, Bibb und Tucker, die wollen anders sein. Die Flasche ist gut und, ja. Nee. Also, dann muss ich eigentlich wieder zurückgehen und denen ein 3 plus geben und das eher ein 2 minus. Sorry, Leute. Preis-Leistung, also 114 € zu geben bei 2 minus. Also, da gebe ich auch ein 4 minus minus schon wieder. No, nicht meine Welt. Okay, Whiskey Jason hier, Whiskey aus der Sicht eines Amerikaners. Vielen Dank, dass du zugeschaut hast. Meine Frage des Tages ist: Oh, das habe ich gestern vergessen bei den anderen Bibb und Tucker. Flaschendesign. Welche hat die schönste Flasche Bourbon? Welche Bourbon hat die schönste Flasche? Ich finde die Flasche vom Jack Daniels Gold No. 27, habe ich leider nicht mehr oben, ist gerade leer geworden. Absolut Bombe. Das sieht aus wie ein Tresor. Eckig, kantig, schwer, absolut unkaputtbar. Die Flasche hat mir nie gefallen. Also, welche Flasche gefällt euch am besten vom Design her von Bourbon? Ja? Also, liken, abonnieren, kennt ihr das alle. Und natürlich auch meine Sample-Liste schauen. Ein bisschen davon habe ich noch über. Zumindest, wo ich diesem Video hier drehe. Und auch auf Amazon irgendwas anderes anklicken. Vielen Dank. Tschüss. Bis morgen. Bye, bye.